Man könnte sie sich gut in einem hippen Atelier oder einer coolen Werbeagentur vorstellen. Tatsächlich arbeitet Susanne Dorfner in einem alten Handwerksberuf. Sie ist Müllerin. Die 27-Jährige stammt aus einer niederbayerischen Müller-Dynastie. In der über 100 Jahre alten Dorfner Mühle in Wolferszell bei Straubing ist sie aufgewachsen. Erst war die Mühle ein Spielplatz. Ich weiß immer, als Kind bin ich früher immer diese Sackrutsche runtergerutscht. Das war für mich einfach als Kind immer ein wahnsinniger Spaß. Aus Spaß wurde ernst. Ihre älteren Brüder wollten den Job in der Dorfner Mühle nicht machen. Jetzt managt Vater Wolfgang zusammen mit der jüngsten Tochter als Juniorchefin den Betrieb. Gelernt hat sie ihr Handwerk an der Meisterschule in Stuttgart. Wer könnte es uns also besser erklären, wie das ist mit dem Mehl, mit seiner Vielfalt? Mehl wird ja unter verschiedenen Typennummern verkauft. Aber diese Typenbezeichnung hat nichts mit seiner Feinheit zu tun. Sie bezeichnet den Mineralstoffanteil pro 100 Gramm Mehl und ist wichtig für das Backergebnis. Es gibt ja im Weizenbereich viele verschiedene Typen. Jede Type eignet sich speziell für irgendwas Besonderes. Die Type 405, das kennt fast jeder Haushalt, ist das typische Haushaltsmehl, das fürs Kuchenbacken zum Beispiel verwendet wird. Da gibt es die Type 55, das ist das typische Semmelmehl, das der Bäcker hernimmt, um seine Semmeln zu backen. Das 55er macht die Semmeln schön locker. Heutzutage möchte der Konsument eher dunklere Brote oder geht eher auf dunklere Brote. Deswegen verwendet man hier die Type 1050, weil einfach schon mehr Schalenanteile, mehr Randschichten drin sind und daher wird das Mehl dunkler. Der Weizendunst ist ein doppelgriffiges Mehl. Der eignet sich besonders für Strudelteige oder auch zum Panieren von einem Schnitzel. Der ist einfach nicht so klumpig wie ein Mehl, der ist feiner und ein bisschen griesiger. In letzter Zeit total angesagt Dinkelmehl. Weil es glutenarm ist, gilt es als sehr verträglich. Viele sind von Weizen auf Dinkel umgestiegen. Lässt sie auch genau gleich verarbeiten wie der Weizen. Man merkt kaum einen Unterschied. Hellere Typen, wie zum Beispiel die Type Dinkelmehl 630, kann man für den Kuchen hernehmen. Dunklere Dinkeltypen, also wie zum Beispiel 1050, sind dann eher zum Brotbacken geeignet. Mehl ist also nicht gleich Mehl. Die verschiedenen Mehltypen eine verwirrende Vielfalt für den Verbraucher. Mehl, das ist Susanne Dorfners täglich Brot. Sie liebt ihren Beruf und seine Tradition und sorgt als junge Frau für frischen Wind im uralten Müllerhandwerk in Niederbayern.